Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinas Stallgeflüster. Ja, heute schon mal ein bisschen früher. Sorry an diejenigen, die jetzt da vielleicht nicht mitkommen. Es war gerade eine ganz, ganz spontane Entscheidung, dass ich das jetzt schon mache, weil es gerade zeitlich gut passt. Hot Promise habe ich heute dabei, denn sie will ich als nächstes leveln. Natürlich will ich unbedingt meinen Friesen auch ganz, ganz schnell auf das nächste, auf Level 15 bekommen. Meine kleine Moon Princess, die wird morgen mich begleiten in einem Kaufvideo und dann ab nächster Woche natürlich auch bei Quests. So. Guck mal hier, wir winken mal gerade. Heutiges Thema ist, sind auf jeden Fall Bugs. Das Thema Bugs. War ich jetzt darauf angesprochen worden, weil ja, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, dieser Speedbug im Spiel war, dass man durch riesengroße Umwege wirklich sein Pferd unheimlich schnell machen konnte, beziehungsweise sich selber, seinem Reiter, unheimlich, oh Gott, ich bin direkt hängen geblieben hier, unheimlich viele Punkte verpassen konnte auf Reiten, irgendwas mit 300 und noch was, dass man extrem schnell war. Dieser Bug war bis letzten Mittwoch im Spiel, jetzt geht es meines Wissens nach nicht mehr. So wie es aussieht, wurden auch diejenigen aus den Highscore-Listen gelöscht. Ich habe nicht den Anschein, dass alle Highscores gelöscht worden sind. Ansonsten müsste jetzt quasi selbst die langsamste Zeit, die man selber reitet, eine Highscore sein. Ich habe den Eindruck, dass generell die Leute, die den Bug genutzt haben, aus den Listen rausgelöscht wurden. Thema Bugs. Es ist immer ein heiß umstrittenes Thema. Es wird ganz, ganz viel, habe ich immer mitbekommen, quasi nach dem nächsten Bug gesucht. Und generell ist es immer, weil es haben jetzt einige geschrieben, das können sie noch nicht machen. Sie können noch keine Leute sperren, die Geld bezahlt haben. Prinzipiell kann das Spiel natürlich immer, denn ihr habt, oder jeder, der SSO spielt, hat mit Erstellen des Accounts am Anfang den AGB, den allgemeinen Geschäftsbedingungen, zugestimmt. Und ich weiß gerade nicht genau, welcher Paragraph das ist und was da jetzt genau drin steht. Ja, die Höchstleistung. Aber es ist definitiv, oder sollten die doch komplett zurückgesetzt worden sein? Level 10. aber es ist definitiv so, dass da drin steht, das ist in jedem Spiel so, dass man Fehler, die durch irgendwas entstanden sind, denn es kommt ja immer durch einen Programmierfehler, dass man die nicht ausnutzen darf. Egal, ob man sich nun einen Vorteil verschafft anderen Spielern gegenüber oder ob man einfach das Spiel so ein bisschen veräppelt, ne? Dass man quasi, man betrügt ja dann Star Stable im Endeffekt. Und dementsprechend ist kein Bug erlaubt. Und es kann immer, wenn es auffällt oder es meldet jemand oder SSO schaut nach, bei sowas Offensichtlichem jetzt, wie zum Beispiel in Highscores, eben durch den Bug des Schnellerwerdens, kann SSO natürlich nach Belieben und Schwere des Vergehens den Account sperren. Für eine bestimmte Dauer oder je nachdem eben auch irgendwann komplett. Das gilt übrigens nicht nur für Bugs, das gilt auch für das Beleidigen, was manche Spieler im Spiel selber an den Tag legen oder sonstige nicht jugendfreie Inhalte, die verbreitet werden. Dafür gilt es ganz genauso und es kann ganz genauso geahndet werden wie das Nutzen von Fehlern im Spiel. Aber wir sind bei den Bugs. Dazu gehören auch im Endeffekt Dinge wie sich durch eine Wand durchzubacken. Es ist möglich, im Dinotal irgendwie durch eine Wand durchzukommen. Man kann sich auch im Einkaufszentrum, das musste man ja auch für den Speedbug machen, kann man sich auch durch eine Wand durchbuggen. Das gehört im Endeffekt schon dazu. Deswegen bekommt man ja auch die Meldung, wenn man in ein Gebiet reinrutscht, durch was auch immer, ob man jetzt nur, es ist manchen ja auch schon versehentlich passiert, als man nach Südhof konnte, dass sie nach Epona reingerutscht sind. Yay, Highscore! Aber es kann natürlich auch wirklich mit Vorsatz gemacht werden, dass jemand sagt, so, ich will jetzt aber schon nach Golden Hills, ich will jetzt schon nach Epona, ich will jetzt aber schon dahin. Dann
ist es natürlich schwierig. Es ist recht selten, dass man dafür das erste Mal gebannt wird. Habe ich mittlerweile schon von mehreren Seiten gehört. Aber es kann natürlich sein. Manche haben vielleicht Glück und werden dafür nie gebannt. Andere werden erwischt und werden gebannt. Strafbar, in Anführungsstrichen. Bestrafen kann SSO das immer. Es ist jetzt nicht strafbar nach irgendwelchen Gesetzen, die in der Welt existieren, nach deutschem oder was weiß ich auch immer, was für einem Recht. Es ist halt in der Star-Stable-Welt in Anführungsstrichen strafbar. Deswegen würde ich prinzipiell niemals empfehlen, in ein noch gesperrtes Gebiet zu gehen, auch wenn es vielleicht schon, wenn es bald rauskommt. Viele waren in Epona, bevor es rauskommen konnte. Viele waren auf der Südhof-Halbinsel, bevor sie rausgekommen ist, weil sie sich einfach durch Bugs Zugang verschafft haben. Auch Stichwort Aschetal im Dinotal. Das ist auch so ein Punkt, wo auch schon manche drin waren. Und wie gesagt, dieser Bereich, den ich eben vom Dinotal, wovon ich gesprochen habe. Auch ich hatte da schon überlegt, ob ich da mal hingehe. Habe mir dann aber gedacht, nee, dafür setzt du deinen Account nicht aufs Spiel. Irgendwann wird er sowieso mal noch geöffnet werden. Und so lange geduldest du dich auch. Bei mir persönlich ist es einfach zu gefährlich. Denn wie jeder von euch habe ich natürlich auch Geld dafür bezahlt. Es ist Geld, woran man hängt. Der Account wird nicht dauerhaft gebannt werden, aber selbst ein paar Tage Sperre sind natürlich dann ärgerlich in dem Fall. Und ich persönlich würde es nicht versuchen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr müsst euch halt immer bewusst sein, ist es jetzt gerade ein Bug, der wirklich, wie gesagt, Vorteile verschafft? Oder ist es, was weiß ich, es gibt ja auch, mir fällt gerade tatsächlich keiner ein, der jetzt wirklich nicht irgendwie einen Vorteil bringt. Es gibt diesen Bug, dass man sich mit dieser Sonnenbrille quasi die Schillinge hochcheaten kann, hochbuggen kann. Das verschafft einem natürlich einen Vorteil gegenüber den ehrlichen Spielern. Es verschafft einem einen Vorteil, oder man soll noch nicht in gesperrte Gebiete rein, das kann geahndet werden. Natürlich sowas wie der Speedbug, der einem unheimlich viel einen riesengroßen Vorteil beschert. Klar, es waren viele da, die gesagt haben, mein Gott, dann ist es halt mal so. Dann gewinnt man halt mal kein Championat, solange der Bug da ist. Klar, kann man so sehen, aber im Endeffekt ist es ein unfaires Verhalten, was natürlich nicht toleriert werden darf, den Regeln von Star Stable nach. Das ist völlig klar. Beziehungsweise man sollte sich dessen im Klaren und bewusst sein, wenn man sowas macht. Man spielt halt immer mit dem Feuer. Und es gibt natürlich auch Sachen, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, komm, das ist jetzt nicht so, ist nicht so tragisch. Es sind ja manche gewesen, die wirklich diesen Bug dann nur benutzt haben, um ihn mal auszutesten, die ja nur wild in der Gegend rumgeritten sind. Das ist natürlich für andere Spieler und den Spieler an sich ist das piepewurst. Damit hat er dann keine Highscores geknackt, damit hat er dann keine Championate gewonnen. Das ist dann ein Punkt, wo ich mir sage, mein Gott, pff, soll man halt. Was ich aber, haben auch ganz viele gefragt, was sagst du denn zu dem Bug? Natürlich sage ich dazu nichts Gutes, weil ich finde, es ist einfach ein extrem unfaires und respektloses, anderen Spielern respektloses Verhalten gegenüber sowas auszunutzen. Das gehört sich einfach nicht und es gibt einfach im Leben immer gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Und diese Spielregeln gibt es halt, wie der Name schon sagt, natürlich auch in Spielen. Und nochmal darauf zurückzukommen, dass manche gesagt haben, ja, aber die können doch nicht, wir sind doch zahlende Kunden. Es gibt durchaus MMOs, World of Warcraft zum Beispiel, wo Accounts dauerhaft lebenslang gebannt wurden aufgrund eines Vergehens. Das heißt, es wird immer noch genügend andere zahlende Spieler geben, die sich quasi den Regeln untergeordnet haben, dass eine Handvoll Spieler den Entwicklerstudios quasi nicht wehtut. Und sie müssen natürlich auch so hart durchgreifen, denn sie haben ja die Regeln aufgestellt, eben in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, denen man ja zustimmt, denen jeder zustimmt. Und das wäre extrem inkonsequent, wenn sie diese Regeln aufstellen würden. Jemand verstößt dagegen und dann würden sie sagen, ach Gott, jopf,
Lassen wir mal. Also sie müssen dann wirklich auch schon das Ganze ahnden. Wenn das ein Verstoß gegen die AGBs ist, dann müssen sie wirklich, wenn sie Kenntnis davon haben, müssen sie einfach handeln. Ansonsten machen sie sich quasi selber lächerlich. Das gilt nicht nur für Star Stable, das gilt wirklich für jedes Spiel. Ich kann nur raten, sagen wir mal so, ich lese mir auch nicht die AGBs durch. Aber es ist einfach, es gibt so bestimmte Regeln, das ist klar, dass man sich daran hält, es ist klar, dass sie drinstehen. Wie gesagt, eben das Ausnutzen von Fehlern oder dass man sich im sozialen Umfeld entsprechend verhalten soll, im sozialen Bereich. Das ist auch immer darin aufgeführt. Das sind einfach so Sachen, die sind für mich persönlich selbstverständlich, dass man sich dran halten sollte. Und wie man immer so schön sagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Und Strafe muss sein. Sehe ich tatsächlich auch wirklich genauso. Denn wenn man einen Fehler macht, dann muss man auch dazu stehen können und die Konsequenzen tragen können. Das wird, wenn ihr vielleicht noch jünger seid, das merkt man noch früh genug im Leben. Das ist, man ist bis in einem gewissen Alter ist man noch total unbedarft und irgendwann spätestens, wenn es dann in den Beruf geht, man hat da einen Fehler gemacht, der kann noch so klein sein, man kriegt trotzdem richtig den Kopf gewaschen. Also es ist halt einfach eben so. Es gibt bestimmte Sachen, an die man sich halten muss. Das ist im Leben so. Und deswegen von mir ganz klar der Appell hier nochmal an euch. Nutzt keine Bugs aus. Es ist immer riskant. Ihr müsst euch, wenn ihr das tut, müsst ihr euch immer im Klaren sein, dass es komplett in SSOs Gewalt liegt, was mit eurem Account passiert oder eben egal in welchem Spiel. Es liegt immer im Ermessen des Publishers, des Entwicklers des Spiels, des Herausgebers, wie stark denn die Strafe ausfallen soll. Und da könnt ihr überhaupt nichts gegen machen, denn wenn ihr einen Fehler gemacht habt, da könnt ihr euch nicht von frei sprechen. Im Internet hinterlässt jeder Spuren und die sind nie wieder löschbar. Das Internet vergisst nichts. Es ist tatsächlich so. Deswegen kann ich das wirklich nur raten. Seid euch dessen immer bewusst. Macht es am besten gar nicht. Und wenn ihr sowas macht, dann im Endeffekt rechnet immer mit den Konsequenzen. Denn es kann immer zu Konsequenzen kommen. Das ist, finde ich, vielleicht ein ganz schönes Schlusswort an dieser Stelle hier mal. Also, keine Bugs nutzen. Tut mir leid, dass ich jetzt, wie gesagt, das Stallgeflüster ein bisschen früher gemacht habe. Auch eben an die beiden. Es ist überhaupt kein Thema, dass ihr mich angequatscht habt. Im Stallgeflüster kann man ja normalerweise mal mitreiten. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das jetzt eben nicht geschrieben habe noch. Ich war wahrscheinlich so in mein eigenes Labern vertieft, dass ich gar nicht dran gedacht habe, weil ich sonst immer nur schreibe, ja, nehme auf. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Stallgeflüster, wann habe ich das letzte Mal gemacht? Das ist Ewigkeiten her. Also tut mir leid, wenn ihr das jetzt hier seht an wer hat hier eben, an die Isabel Loster und an die Josephine Dragonlake. Das gibt jetzt an der Stelle ausnahmsweise mal persönliche Grüße, weil ich da was verbockt habe. So. Weil ich euch nicht Bescheid gesagt habe, dass ich hier zu aufnehme, dass ihr mitreiten könnt, weil Stallgeflüster ist. So, ihr Lieben, das war hier mal mein Plädoyer und das, was ich zum Thema Bugs sage, was ich davon halte und wirklich eine klare Warnung an euch. Im Endeffekt muss es, wie gesagt, jeder von euch selber wissen, was er machen möchte. Aber seid euch immer der Gefahren und Konsequenzen bewusst. Also, ihr Lieben, immer schön fair bleiben. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt kein Stallgeflüster. Morgen kommen Wins and Fails. Und morgen kommt ein Kaufvideo. Also nicht verpassen. Bis morgen. Tschüss.